Der Regen wird unsere Tour stören. Guck mal, wir müssen jetzt hier hochklettern. Wir sind gerade vom Weg abgekommen. Hier sind überall diese abgerissenen Stellen von diesen Schnüren, wo man sich eigentlich festhalten sollte. Mittlerweile sind wir in der alpinen Survival-Situation, weil oben besteht erhöhte Lawinengefahr. Oh, da ist schon, guck mal da, da fliegt schon alles runter, du. Geil, wir werden einfach am Berg verenden. Wir sind wach und wir haben schon wieder genau hier gepennt, unter diesem Unterstand. Und es hat die gesamte Nacht lang geregnet. Dieser ganze Regen, der hat uns die ganze Zeit genervt und belästigt. Man konnte schlechter schlafen mit dem Regen. In der Zwischenzeit hat Helmut Essen von gestern warm gemacht. Das ist unser Vollfett-Frühstück, damit wir stark und fett werden. So, die Sachen sind gepackt. Das hier, das war ein voll cool Unterstand gewesen, wo wir gepennt haben. Der ganze Müll und so weiter ist hier drin. Guck mal, es regnet hier die ganze Zeit rum. Deswegen habe ich jetzt mal einen urinfarbigen gelben Sack angezogen. Damit wir genau so die Tour starten tun. Spitze V2. Jetzt erstmal zum Schließfach hinlaufen. Und heute soll es den gesamten Tag regnen. Da freuen wir uns so richtig drauf. Den lauten Tritt ist es ja flüssiger Sonnenschein. Aber ich habe den Kai Sackmann Gedächtnisschirm dabei. Guck. Ja, der Kai Sackmann Gedächtnisschirm davon. Es ist ein richtiger Ranzwetter. Es ist einmal Mülleimer suchen und finden gehen. Der letzte Mülleimer haben wir verpasst. Da haben wir vergessen gehabt, den Müll raus reinzuschmeißen. Widerlich. Der Regen wird unsere Tour stören. Der Regen muss weg. So. Wir sind beim Bahnhof angekommen. Ja, meine Kamera ist nass. Und genau hier ist ein Mülleimer. Also wir sind gerade jetzt beim Schließfach. Und wir sind gerade dabei, die ganzen Sachen hier zu sortieren und zusammenzupacken. Oh Scheiße, unser Schließfach, der klemmt. Der Schlüssel geht nicht raus. Der klemmt fest. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Also jetzt ist dieser Schlüssel hier abgebrochen und wir kommen nicht an unsere Sachen ran. Und ich habe gerade ein Telefonat geführt mit die das hier machen. Und die haben gesagt, dass die das dann aufbrechen und später zu mir nach Hause versenden. Diese ganzen Sachen. Und dass die erst in den nächsten 3 Tagen das machen. Das ist richtig widerlich. Der Bundesranzler hat total beschissen abgeschlossen und jetzt wird es in den nächsten 3 Tagen aufgebrochen. Da sind wir doch total freudig. Das ist richtig scheiße mit dem Schließfach, dass wir jetzt 3 Tage nicht an die Sachen rankommen und diese ganzen Sachen von dort zu mir nach Hause geschickt wird. Das ist richtig ekelhaft. Aber genau jetzt werden wir hier diese Sackkarre hier anschließen. Mit diesen regelfarbenen 6,99 € Billigschloss. Wir laufen jetzt erstmal zu Nidl, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. So, Bier ist gekauft. Und 2 von diesen hier. Das wird jetzt alles eingepackt. Die Sachen sind eingepackt. Und jetzt laufen wir zur Bahn. Ich bin ein richtiger Ranzgesicht. Wir fahren gerade mit der verranzten Zugspitzbahn rum. Was soll das hier? Das ist eine Zahnradbahn, die mit Zahnrad uns nach oben hochfährt. Zu unserer Ausstiegshaltestelle. Zu unserer verranzten Ausstiegshaltestelle. Das hier, das nennt sich Zahnradbahn. Weil hier auf diesen verdreckten, versifften Schienen, da wachsen Zähne raus. Und deswegen, die fahren da drüber. Mit den Zähnen von der Bahn wird das da hochgeschoben und runter. Wir sind an unserer Haltestelle angekommen. Und darauf, dass wir hier angekommen sind, werde ich erstmal ein Apfeldreieck essen.
Und jetzt Bergwanderung Start kommt. Wir gelaufen jetzt die Zugspitze hoch, aber nicht komplett auf den Gipfel, weil da waren wir letztes Jahr drauf. Und heute laufen wir nach Richtung Zugspitze zu einem Lost Place. Und das wird unser Pennplatz sein. Und Helmut läuft heute den gesamten Tag mit einer Maske rum. Also ab jetzt. Die Herausforderung Start kommt. Tragt immer Maske. Schützt euch und andere. Guck mal, hier vorne sind überall diese versifften Wolken. Und wir müssen hier runterlaufen. Bei diesen Schottersteinen. Und da oben, da sind diese Vollfettberge. Da müssen wir gleich ein Stückchen nach da oben hochlaufen. Auf diesen Vollfettbergen. Wir gelaufen jetzt einen Weg mit ganz viel Luftfeuchtigkeit drauf. Ganz viel nass dran. Ja, das ist ein richtiger Befeuchtigkeitswetter. Mit Feucht dran. Und wir müssen die ganze Zeit nach Richtung da oben hoch lang. Ein paar Kilometer. Frisch gezapftes Vaginalwasser. In Farbe warm. Guck mal, da ganz hinten, da höre ich Hirschgeräusche. Aber weil Helmut die ganze Zeit die Maske trägt und das nicht durchkommt, hört er das nicht. Und deswegen höre nur ich die Hirschgeräusche von da ganz hinten. Ich glaube, die Kamera ist zu leise, um das aufzufangen. Und guck mal, hier vorne sind ganz viele fettige Kieselsteine. Wenn sich einer davon löst und uns trifft, dann ist alle Katastrophe kaputt. Aber ansonsten, wir laufen diesen Weg hoch. Ja, das wird immer steiler. Ja, da geht's hoch. Guck mal, wir müssen jetzt hier hochklettern, wo diese ganzen Steine sind. Und da unten, da hört man noch mehr Hirschgeräusche. Wir sind gerade von da ganz unten hochgelaufen, diesen Abhang. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein Klettersteig. Das heißt, wir müssen hier irgendwie hochklettern, wo das hier, genau das machen wir jetzt. Wir sind gerade vom Weg abgekommen und wir haben so ein paar Felsen bestiegen,
die nicht zu diesem Klettersteig gehört. Und genau, und jetzt haben wir diesen Klettersteig wieder zurückgefunden. Und jetzt klettern wir genau hier weiter. Auf diesen Klettersteig. Hier vorne liegt Schnee. Es beginnt. Scheiße, hier vorne ist immer mehr Schnee. Das heißt, hier ist viel mehr Rutschgefahr und sowas. Wir müssen den ganzen Berg noch hoch. Hier vorne liegt noch viel mehr Schnee rum. Und der Klettersteig ist noch nicht durch. Kurze Unterbrechung, weil ich möchte etwas loswerden. Und zwar, ich habe diese Tour mit dieser Actioncam hier gefilmt. Mit der Kamera, mit der ich meistens filme. Und leider hat diese Kamera mittlerweile ein paar Macken und macht immer öfter Probleme. Und diese Kamera hat auf dieser Tour so viele Probleme gemacht, dass es den allerspannendsten Teil, wo wir oben auf dem Berg drauf waren, überhaupt nichts verfilmen konnte. Weil es einfach zu kalt war, um den zum Laufen zu kriegen. Da ging wirklich gar nichts mehr. Erst wo wir unten waren, da habe ich den wieder zum Laufen bekommen. Aber wo wir oben waren, keine Chance. Und deswegen gibt es gleich ein paar Ausschnitte aus meinen Instagram-Stories und den Stories, die Helmut aufgezeichnet hat. Ihr könnt mich gerne alle auf Instagram folgen. Und weil diese Kamera immer öfter Probleme gemacht hat, habe ich eine neue Kamera angestrebt. Und zwar diese hier. Ich habe sie mir besorgt. Ich habe damit noch nicht gevloggt, aber ich habe die endlich da. Die habe ich mir zum Weihnachten selbst geschenkt. Und deswegen bedanke ich mich auch absolut an jeden Supporter, der mich damit unterstützt hat, dass ich viel schneller zu dieser Kamera komme. Besten Dank dafür, jetzt kann ich endlich wieder vernünftig arbeiten. Weil dieser Akku sollte bis minus 20 Grad halten. Genau, deswegen besten Dank an jeden Supporter. Es befinden sich noch ein paar Videos im Schnitt mit meiner alten Actioncam, wo man noch so ein paar Probleme gesehen hat. Aber damit ihr Bescheid wisst, ich habe jetzt diese neue Actioncam und ab jetzt kann ich endlich mal vernünftig filmen, hoffentlich. Ich habe die noch nicht probiert. So, das wollte ich euch einmal mitgeteilt haben und jetzt wird das Video fortgesetzt. Heute ist ein exzellenter Tag, um zu sterben. Der Sackkarren ist leider schon tödlich abgestürzt. Der Sonnenuntergang war schon, wir müssen uns beeilen. Fast 11 Jahre kurze Hose. Ein paar Höhenmeter müssen wir noch machen. Von da unten kommen wir. Und wir werden hier die ganze Zeit von diesem weißen Zeug hier belästigt. Von da hinten kommen wir und dort geht's nicht weiter. Jetzt müssen wir den gesamten Berg wieder runterlaufen. Und beim Runterlaufen passieren die meisten Abstürze. Das ist richtig widerlich. Ach so, und es ist zu kalt geworden für meine Actioncam. Die Akkus halten das nicht aus. Das heißt, ich habe viel zu wenig gefilmt. Guck mal, von diesen Schnüren, wo man sich eigentlich festhalten sollte, sind hier manche hier kaputt. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, dann fällt man da ganz weit runter auf den Kopf drauf. Hier, guck mal, hier sind überall diese abgerissenen Stellen von diesen Schnüren, wo man sich eigentlich festhalten sollte. Und jetzt fängt das an zu schneien. Mittlerweile sind wir in der alpinen Survival-Situation, weil oben besteht erhöhte Lawinengefahr. Oh, da ist schon, guck mal da fliegt schon alles runter, du. Geil, wir werden einfach am Berg verenden. Guck mal, da ganz unten, da ist die Ortschaft, wo wir hin müssen. Prüfen, ob das hier der richtige Weg ist. Also genau, ganz sicher bin ich mir nicht. So sieht's aus, also das ist alles harmlos. Sonst kann nur noch ein Baum töten. Oder irgendein Wildtier, das enorm viel Hunger hat. Oder uns aus Angst überrennt. Keine Ahnung, so ein mit Geweih, weißt du? Also ich konnte endlich meine Kamera anmachen. Weil mein Akku, der war die ganze Zeit wegen der Kälte viel zu verfrostet gewesen. Ich konnte ihn nicht anmachen. Der hat nicht funktioniert. Deswegen konnte ich die ganze Zeit nicht filmen. Und ich hätte so viel filmen wollen. Aber genau. Wir sind oben angekommen und dann wieder zurückgelaufen. Und jetzt sind wir vollkommen durchnässt in einer Schutzhütte gelandet. Und hier pennen wir. So, wir sind aufgestanden und wir sind immer noch komplett durchnässt von gestern Abend. Und hier hängen die ganzen Sachen hier rum zum Trocknen. Und der verranzte Gesicht von Helmut muss auch trocknen. Der ist auch ganz nass geworden von gestern. Und wir sind gerade dabei, Tee zu kochen, damit wir uns so ein bisschen aufwärmen können.
weil es ist voll versifft, so nass und kalt hier rumzusitzen und darauf zu warten, bis die Sachen so ein bisschen getrocknet sind. Aber ich glaube nicht dran, dass sie trocknen. Nee. Das passiert hier nicht, weil, guck mal, hier vorne ist so ein Vollfettsee mit ganz viel Luftfeuchtigkeit. So, jetzt wird Schwarztee gesoffen. Heute Schwarztee, weil wir haben kein Koffein hier. Guck mal, wir werden hier von diesen Hühnerköpfen hier belästigt. Und da hinten, da kommt noch ein Hühnerkopf vorbei, der uns auch nerven möchte. Die beiden, das sind richtige Belästiger. Wir werden hier von noch viel mehr Hühnerköpfen hier belästigt. Die laufen hier rum. Guck mal hier. Helmut hat hier so einen Schluck von diesem Wasser hier reingemacht. Also von diesem Seewasser. Weil der sieht so klar aus. Und der wird probiert. Ungefiltert und das schmeckt trotzdem so wie Leitungswasser, sogar besser. Das ist richtig geil, das ist das beste Seewasser, was ich jemals gesoffen habe. Dieser Seewasser ist geil. Dieser Seewasser ist glasklar und so richtig saufbar. Der ist geiler als Leitungswasser. Ah, unten wurde wieder frisch gezapft. Frisches Vaginalwasser. Köstlich. So, Sachen sind gepackt und jetzt gelaufen wir zum Schwimmbad. Guck mal, hier vorne sind schon wieder Schienen mit Zähnen dran, wo hier dieser Zug hier durchfährt. Und hier werden wir jetzt einsteigen. Das ist diese Zugspitzbahn, oder wie das heißt. Um dort damit rumzufahren. Jawohl. Perfekt, exzellent. Das ist eine richtige dreckige Dreckstür. Oder so heißt das. So nenne ich das. Wir haben zu viel Pfandschätze dabei, glaube ich. Wir müssen erstmal darauf ein Bier trinken. Oh ja. Das Bier ist offen, geprost. Dieses Bier teile ich jetzt gerade mit Helmut. Solange wir hier mit dieser, währenddessen wir hier mit diesem Zug hier fahren, die auf diesen Zehen hier fährt. Die ich vorhin gezeigt habe. Guck mal, da ganz hinten irgendwo, da habe ich schon mal gepennt. Mehrmals sogar. So, jetzt Ausstieg Start kommt. Das ist eine richtige Vollengbahn mit Zehen darunter. Ohne Vaginalschleim. Ja. So, wir sind jetzt hier und wir laufen jetzt zu meiner Sackkarre, die wir dann abschließen. Also nicht abschließen, sondern das Gegenteil von abschließen, damit wir das dann weiterhin schieben können. Und wir laufen doch nicht zum Schwimmbad, weil dieser Schließfach, in den Schließfach haben wir ein paar Sachen drin. Oder eigentlich sogar ganz viele Sachen. Und das wurde aufgebrochen und nach Ingolstadt gebracht. Und deswegen müssen wir jetzt zum Ingolstadt hinfahren, um dort das zu holen. Und das passt dann zeitlich nicht, dass wir mit dem Schwimmbad reingehen können. Und das ist scheiße. Das ist richtig widerlich. Ja, das ist der Schlüssel. Genau, der hier ist ein bisschen eingebogen. Den habe ich doch mehr gebogen gehabt, aber den habe ich wieder gerade gerichtet, als ich die erste Benutzung gemacht habe. Jetzt kommt der zweite Schlüssel. Genau, das mache ich jetzt ruhig hier. Ja, das hat geklappt. Der regelfarbene Schloss ist abgemacht. Von Naturins Drecks hinten. Guck mal, das hier, das ist unser Schließfach, was aufgebrochen wurde. Und hier ist dieser abgebrochene Schlüssel, der hängt da immer noch dran.
Und genau, unsere Sachen wurden entnommen und nach Ingolstadt gebracht. Und deswegen fahren wir jetzt nach Ingolstadt und müssen leider auf Schwimmen verzichten, weil die Sachen, die dort dann gelagert sind, die können wir spätestens bis 21 Uhr abholen. Und das passt dann zeitlich nicht, um zwischenzeitlich schwimmen zu gehen. Deswegen fahren wir erstmal nach Ingolstadt, um die Sachen zu holen. Das ist richtig belästigend. Das würde ich noch nicht mal für 100 Euro verkaufen, dieses Stück hier. Ey. Genau, oder? Hier, das ist dieses abgebrochene Stück beim Einschließen. Und jetzt sind die ganzen Sachen in Ingolstadt gelandet. Ja, wunderbar. Im Schließfach. Und wir sind gerade am Bus fahren. Nach Richtung Ingolstadt. So, Fahrt, wir öffnen, Start kommt. Gepost. Guck mal hier. Dieser Koffein ist von fremden Menschen. Und deswegen habe ich mir von diesem Koffeinautomat einen neuen Kaffee geholt. Damit ich dieses Koffein trinken kann. Weil ich hab Bock drauf. Ich hab keinen Stift. Zugang Gleis 2 und Gleis 3. Das ist ja wahrscheinlich. Mein Stift ist in Ingolstadt. Hier, guck mal, die Schienen werden breiter. Das heißt, wir sind gleich in München angekommen. Das ist unsere Umsteighaltestelle. Wir sind gerade in München Hauptbahnhof und wir haben etwas über eine halbe Stunde Umsteigzeit. Und diese halbe Stunde nutzen wir aus, um zum nächsten Edeka zu laufen, um dort neues Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Leute, wir waren gerade auf dem Weg zur Edeka gewesen und ganz plötzlich ist mir aufgefallen, dass die Sackkarre noch im Zug drin stand. Und genau, das haben wir ganz schnell wieder zurückgeholt, sprintend. Und jetzt sind wir hier bei diesem Edeka, um dort Bier und nochmal Sachen zu kaufen zu gehen. So, wir haben gerade Bier gekauft und das hier. Das sind zwei belegte Brötchen und also mit irgendwie noch mehr drauf. Und wir laufen jetzt zum Zug zurück, der uns nach Ingolstadt hinführt. Das hier, das ist Wartepressen. So, jetzt gelaufen wir zu dieser, da wo unsere Sachen sein sollten. Hoffentlich. So, wir waren gerade bei der Deutschen Bahn Informationen drin gewesen. Und die haben tatsächlich unsere Sachen hier gehabt. Und genau, das werden wir jetzt gleich in unseren Zug reinschieben. Das heißt, wir haben unsere ganzen Sachen wieder zurück. Das ist sehr gut, das ist richtig gut. Das ist perfekt. Aber trotzdem war das scheiße gewesen, extra herfahren zu müssen. Das war richtig widerlich von denen gewesen. Das war ekelhaft. Da muss man, die müssen richtig weggespuckt werden. Da müssen ganz viele Mückenlarven auf ihren Pickel drauf reingemacht werden. Also, aber genau, wir haben jetzt unsere Sachen endlich wieder. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Und das wird jetzt umtransportiert, damit man das besser transportieren kann. So, wir haben die ganzen versifften Wagen wieder eingepackt und guck mal hier, unser Zug steht ja schon. Wir müssen hier reinsteigen. So, diese Wagen, die haben wir hier platziert, in der Hoffnung, dass uns niemand beklaut. Und in der Zeit chillen wir hier irgendwo rum. Genau hier so ungefähr. Ich grüße Ralf G. Ich grüße Dietmar. Ich grüße Jenaya. Ich grüße euch, Olli und Moni, und vielen Dank für euren kräftigen Support. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ich werde jetzt auf euch 10 Stück machen gehen. Bier Power 1, Bier Power 2, Bier Power 3, Bier Power 4, Bier Power 5, Bier Power 6, Bier Power 7, Bier Power 8, Bier Power 9, Bier Power 10.
Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und vor mir liegt ein Paket rum. Ich vermute mal aus der Amazon-Wunschliste. Und deswegen werde ich den jetzt öffnen. Okay, das muss ich zensieren. Ich habe den Namen zensiert und da steht drauf, ein Geschenk von Stefan H. Ich trage die gleichen Hosen auch im Winter, in Beige und Anthrazit. Vielen Dank für das Geschenk und freut mich, dass du dieselbe Hose auch trägst. Ich mag diese Hose. Und ich weiß, was hier drin ist. Und zwar genau hier. So ein Wasserfilter, den kann ich auf jeden Fall gebrauchen, damit wenn ich jetzt eine Vollfettwanderung mache, dann kommt es ja immer wieder vor, dass ich dass plötzlich das Wasser ausgeht und damit könnte ich aus Flüssen und Seen Wasser filtern. Damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie Magenschmerzen bekomme oder Flüssigkeiten aus dem Anus rausspritze, geringer wird. Deswegen habe ich das in die Liste reingepackt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde... genau, ich packe das erstmal aus. Genau, das hier ist der Wasserfilter. Ein Strohhalm. Eine Spritze. Ja, hier so ein Beutel. Und so ein Deckel. Vielen Dank für den Wasserfilter. Ich bin sehr gespannt drauf, wenn er auf irgendeiner Tour von mir das erste Mal so richtig benutzt wird. Und jetzt werde ich erst einmal Kopf fotokopieren. So, guck mal, ich habe meinen Kopf fotokopiert. Und wisst ihr, warum ich gerade meinen Kopf fotokopiert habe? Weil beim letzten Gewinnspiel gab es ja zwei Gewinner und für die habe ich jeweils einen fotokopierten Kopf mit Autogramm wollte ich rübersenden. Aber mir ist leider ein Missgeschick passiert und zwar, ich habe meine Kaffeetasse umgeschmissen und das ist über die fotokopierten Köpfe drüber gelaufen. Das heißt, ich fotokopiere das jetzt nochmal. Und darauf mache ich jetzt erst einmal eine Urin-Autogramm drauf. Dieser fotokopierte Kopf ist für Schwabi. Ich werde diesen inklusive den Kocher im Laufe der nächsten Woche rübersenden. So, das ist der zweite fotokopierte Kopf. Ich werde auf diesen fotokopierten Kopf auch ein Autogramm drauf machen. Dieser fotokopierte Kopf ist für City Wok-Besitzer. Ich werde dir diesen inklusive den Kocher auch innerhalb der nächsten Woche versenden, weil das ist Kunst. Hier geht's zu einer weiteren Alpenbergwanderung. Und weil das auch schon wieder so ein richtiger Geisteskrankheitsvlog ist, müsst ihr euch das alle geben.